Und dieser Schalter sorgt dafür, dass der Kran beim Ballsaal mit Strom versorgt wird, oder? Ja, laut Mr. Rose kann der Kran nicht verwendet werden, wenn er ausgeschaltet ist. Nun, wir waren alle hier im Maschinenraum und haben nach der Engelsfigur gesucht, als die Göttinstatue entfernt wurde. Und der Schalter stand zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auf aus. Genauso wie er jetzt auf aus steht, vielleicht hat man aber auch die Knöpfe vertauscht. Das kann auch sein, dann steht er in Wirklichkeit die ganze Zeit auf an. Ja. Aber wenn der Kran verwendet wurde, muss der Schalter doch umgelegt worden sein. Ich leg ihn um, diesen Schalter! Also, dieses Schwein von einem Schalter. Ja. Das Schwein, das mir die Göttinnenstatue genommen hat. Ja. Mhm. Ja, aber von wem? Das ist hier die Frage. Und außerdem habe ich noch eine. Sein oder nicht sein? Nun, wir wissen zumindest, dass sein oder nicht sein hier auf die Göttinnenstatue bezogen ist. Dass jemand an Bord gewesen sein muss. Ja, Moment, aber also sein oder nicht sein. Also gehen wir davon aus, dass der Täter womöglich ein Mann ist. Mhm. Weil sonst wäre es ja ihr oder nicht ihr. Ja. Was ist da los? Jetzt mussten wir wieder aufheben gehen. Vielleicht schaffst du es, ohne aufzustehen. Oh, wir haben schon wieder ein Stück bekommen. Ach, du bist schon so weit. Glückwunsch, du hast deinen Stylus wieder. Bist gemein. Was denn? Du hast den runtergeworfen, ich kann nichts dafür. Ich hab den nicht runtergeworfen, der ist runtergefallen. Das stelle ich mir auch mal schön als Erklärung bei so einem Detektiv-Conan-Fall vor. Ich habe ihn nicht runtergeworfen in den Abgrund. Ja, ist gefallen. Ja, kann ja mal passieren. Ja. Um den Kran an Deck zu bedienen, muss der Strom im Maschinenraum angeschaltet werden. Offenbar war der Strom jedoch abgeschaltet, als die Statue gestohlen wurde. Sammle alle Hinweise, blablabla. Wir brauchen noch einen Hinweis. Spiel Nummer 2! An den Chat. Okay. Weil es ging darum, Spiel Nummer 1 suchten oder Spiel Nummer 2. So, was jetzt? Untersuche den Maschinenraum. Hm. Ich sehe da was, da. Aber das ist nix. Rohre. Okay, also wir haben das und wir haben mit dem Typen doch schon gesprochen, oder müssen wir nochmal? Guck mal einfach mal. Wo? Wenn der irgendwas Wichtiges sagt, dann sag Bescheid. Okay. Nur eine kurze Frage an Sie, Mr. Schrubber. Wie oft schrubben Sie eigentlich das Deck? Okay, dann wird er irgendwas sagen. Wie viele Leute auf diesem Schiff wissen, wie man den Kran bedient? Tja, das ist eine gute Frage. Der Navigationsofficer auf jeden Fall. Natürlich war der Kapitän auch mein Navigator, daher weiß er es auch. Aber die meiste Zeit macht das natürlich der alte Matt. Er ist schließlich unser aktueller Navigator. Nö, alten Matt würde ich aber nicht mehr essen. Heißt Matt mit Nachnamen Wurst? Nein. Hoffe ich nicht. Ich verstehe. Schön. Mhm. Nun, das ergibt schon Sinn so, oder? Es muss ja jemand auf der Brücke sein, der das macht, denn da ist ja auch die Steuerung. Und Matt ist sowieso ein ganz schöner Perfektionist und wenn man so schwere Fracht bewegt, braucht man dafür einen ganz klaren Kopf. Nun, vielen Dank, Mr. Schrubber. Sie haben uns sehr weitergeholfen, wirklich sehr hilfreich. Patsch, patsch! Wenigstens hast du es mit der linken Hand gemacht. Ich hab Patsch, Patsch und nicht so Yo, Yo gemacht. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber wenn ich... Ach. Da braucht man schon viel Fantasie für. Aber schön, dass du fantasievoll bist. Natürlich.
Also. Ich habe ja immerhin genug Fantasie mit. Um mit dir eine Play aufzunehmen. Ja, 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 ja. Ich wollte nichts anderes sagen. Ich muss sagen, das würde irgendwie dem. Das würde dem Let's Play mehr. Jetzt kannst du nicht sagen, ah, mein Stylus, sondern. Nein, nein, oh nö! Du darfst dann, während ich weiterspiele, dann nochmal bis dahin spielen. Ich muss den ja erstmal ausschalten. Ja, du musst da lange drauf drücken. Also, was gerade passiert ist, es war kein A-Mein-Stylus-Moment, sondern ein A-Exidus 3DS-Moment. Ist runtergefallen und hat sich dabei zugeklappt. Und die Aufnahmevariante, mit der wir das aufnehmen, die lässt ihn einfrieren. Also so. Crashen, wenn er zugeklappt wird. Und dementsprechend ist jetzt da gerade... Ja, mach mal weiter. Ich mach mal weiter. Ich meine, du musstest ja schon mal weiterspielen wieder von dem von der letzten Aufnahme. Aber das machst du trotzdem jetzt, oder? Das immer noch übernehmen. Nein, das musst du auch wieder starten. Okay. Also das ist jetzt auf Standbild, wie du da siehst. Wenn man alles zusammenbringt, was wir bisher erfahren haben, das ist es! Ich glaube, du musst das auch nochmal neu connecten. Ja, muss ich auch dann. Okay. Na, dann mache ich mal. Schwupp! Und es ist connected. Okay. Inspektor, Sie haben eine Lösung, oder? Inspektor, Sie haben eine Lösung, oder? Oder soll ich die Parts jetzt erstmal weiter? Mach mal kurz. Okay. Die habe ich, Cat! Ich bringe sie auf den neuesten Stand, aber erst sollten wir irgendwo hingehen, wo man uns nicht belauschen kann. Wie wäre es mit einem Bett? Ich meine mit dem Deck. Sie hat den 3DS getötet, ja. Ja, gerade, das war bestimmt Absicht, weil dann sonst die dreckigen Details ans Licht gekommen wären. Wo ich sagen wollte, das würde dem Let's Play sehr viel Tiefe geben. Würde? Ja, so. Ich meine, dann hätte ich auch öfter mal einen Grund, dreckige Witze zu machen. Wenn ich wüsste, dass das sowieso zum Kanon dann gehört. Sozusagen. Und zu welcher Schlussfolgerung sind Sie denn gekommen? Gehen wir raus aufs Deck und hören uns die Theorie des Inspektors an. Also ich vermute, das hat was mit Bienchen und Blümchen zu tun. Ich könnte ja einfach mal mit Leuten reden und Rätsel finden in der Zwischenzeit. Bitte nicht. Ja, ich hoffe auch. Also ich versuche das jetzt mal zu strecken. Oh je, Mini, was kommt denn als nächstes? Wer hätte gedacht, dass diese wunderschöne goldene Statue einfach so verschwindet? So eine Schande, dass ich hier an Bord dieses Schiffs festhänge und es gar nicht meinen ganzen Bekannten erzählen kann. Ach übrigens, jetzt können wir auch mal sehen, wie lange es dauert, wieder zu dem Moment zurück hinzuspielen. Ja. Ah, müssen wir mal die Zeit aufnehmen. Na, ich schätze, ich sollte mir nicht wünschen, dass diese wunderbare Kreuzfahrt schnell zu Ende geht, oder? Ich glaube, ich ziehe los und erkunde noch ein wenig das Schiff. Oh, kein Rätsel. Obwohl, also eigentlich könnte ich wenigstens noch mal wieder aufholen. Nein. Auf diesem Schiff zu sein erinnert mich an Trommelwirbel. Der Geiger auf Deck. Kennen Sie den? Als ob. Der Held kämpft nur bewaffnet mit seiner Fiedel gegen... Entschuldigen Sie mich, ich möchte mir das wirklich nicht anhören. Leider keine Lust. Sag übrigens Stopp, wenn du... Ja, wenn ich soweit bin. Ja, also ich bin jetzt auf Deck. Ich bin jetzt im Ballsaal. Okay. Also, Inspektor, was gibt es? Ich habe die Sache gelöst. Ich habe den Schuldigen ausgemacht. Ja, bitte, Catriel. Beschuldige Catriel.
Wirklich? Und das, obwohl Catriel und ich noch zu keiner Schlussfolgerung gekommen sind? Na schön, Perfetti! Jetzt haben sie aber genug Sprüche geklopft. Ich knacke von Zeit zu Zeit ja auch mal eine Nuss. Mit meinem Nussknacker. Manchmal tut's auch weh. Nein. Also ich hab geschlussfolgert, dass der Schuldige... Ja? Matt Rose, der Navigator des Schiffes sein muss. Auch das war ja jetzt unerwartet, dass er darauf kommt. Der Mann, mit dem wir auf der Brücke gesprochen haben? Ja, genau der. Rose war auf der Brücke, wo auch die Steuerung des Krans ist, als die Statue gestohlen wurde. Anders gesagt, gibt es niemanden sonst, der den Kran zum fraglichen Zeitpunkt hätte bedienen können. Also ist er unser Mann. Naja, er hat zugegeben, dass er zur fraglichen Zeit auf der Brücke war. Und es stimmt auch, dass der Kran nur von der Brücke aus bedient werden kann. Genau deshalb muss er es ja gewesen sein. Leider ist noch mehr zur Steuerung des Krans nötig, oder nicht? Hören Sie hier nicht so rum, Mann! Oh, jetzt kriegst du ja mehr Pikarat als vorher. Wieso? Weil du das ich Rätsel von... Ich hatte sowieso alles richtig. Nein! Wieso? Das Rätsel, was hier unser Mr. Kannix... Achso. ...ein paar Mal falsch gemacht hat. Oder wir in Achso, seinem das Namen. Achso, das habe ich noch gar nicht gerade ausgelöst. Danke für den Tipp. Muss ich auch noch machen. Ja. Da haben wir auch Tipps gebraucht. Ja, muss ich später nochmal machen. Erstens hat uns Kapitän Stower erzählt, dass man einen Schlüssel braucht, den nur er hat. Und zweitens muss der Stromschalter im Maschinenraum auf An gestellt werden. An, so wie... Ansage, die ich Ihnen jetzt mache, weil Sie so schlecht geschlussfolgert haben. Und die Brücke ist ganz oben im Schiff, während der Maschinenraum ganz unten ist. Man braucht eine Weile, um von A nach B zu kommen. Selbst wenn man zum Maschinenraum läuft und den Strom für den Kran anschaltet, hat man in 15 Minuten nicht genug Zeit, um den Kran noch für irgendwas zu benutzen. Aber ich wollte auch mal was lösen. Pech. Aber wie hätte man diese verdammt große Statue denn sonst bewegen können? Das ist der Knackpunkt, nicht wahr? Man muss auf der Brücke sein, um den Kran zu bedienen. Aber man kommt im betreffenden Zeitfenster nicht in den Maschinenraum und wieder zurück. Und dort befindet sich nun mal leider der Stromschalter. Mal ganz zu schweigen von dem Schlüssel, den man laut Captain's Tower braucht. Dann wurde der eben irgendwie geklaut. Wenn's nicht wahr ist, drehen wir uns das so hin, dass es wahr wird. Ja, langsam habe ich den Verdacht, dass bei diesem Fall die Sache etwas anders liegt. In Wirklichkeit war es der Inspektor selbst und er will es irgendwie ver... Du hast die volle Punktzahl! Ich hab das gesehen! Ich hab das genau gesehen! Du hast gar nicht das Rätsel nochmal falsch gemacht. Hab ich auch gar nicht gesagt. Hast du wenigstens die zwei Tipps auch nicht benutzt? Ich will das hier schnell machen. Warte, du Kleine! Nein. Ist ja auch nicht so schlimm. Mache ich halt in den nächsten Mal zwei Tipps, auch wenn ich sie nicht brauche. Nein. Oh. Ja, und gibst mir damit Zeit, dass da was... Meinetwegen. Nein, Quatsch. Was soll denn das denn heißen? Ich glaube, wenn wir das hier lösen wollen, Inspektor, müssen wir alle Mann an Deck rufen. Alle Mann an Deck! Moment. Oh. Kompott. Damit sagen, Kat. Es ist klar, dass der Täter seine Entscheidungen äußerst kühl und intelligent trifft. Er kann es unmöglich sein. Da haben Sie recht. Kühl und intelligent. Ein ich finde das voll leise. Sogar für jedes Detail dieses Schiffes. Dieses herrlichen Schiffes.